Hallo. Ja, wir sind wieder da. Hallo. Es ist echt ein toller Tag heute. Alles geht teilweise schief. Es wurde ein Glück hier bei den Kisten gespeichert. Dann konnten wir jetzt gleich weitermachen. So. Ich mache nochmal schnell. Ich berühre den Golem. Decke meine Hand in den Golem. Nein, nicht schon wieder. Ich mache das jetzt so oft, bis es klappt. So. Wirke jetzt. Was muss ich jetzt verzehren? Geisterfokus war das? Geistform, da ist es. So, wir haben was bekommen. Es ist ein strahlender Geisterkern. Okay. Den setzen wir jetzt auch gleich mal ein. So, und der Golem bewegt sich wahrscheinlich mit meiner Hand in seinem Körper. Die geht. So, ihr seid bereit für die Besucher, die kommen werden? Ja. Gut. Was ist ein Zeneb? Ein Zeneb. Psst, hey. Möchtest du ein Glas Luft kaufen? Was ist das eigentlich für ein... Ah, es sind drei sogar. Schatten, oder? Ich meine, ich sehe nicht viel. Ich stehe auch nicht weit hinten. Ich kann mich ja nicht bewegen. Ja. Soll ich lügen oder die Wahrheit sprechen? Lügen, immer nur lügen bei solchen Dämonen. So. So, so, ich möchte sie verzehren oder sonst irgendwas machen. Ach, Schergen, ihr seid willige Sklaven. Ich glaube, meine Entführung tut euch nicht leid. Ihr habt nur Angst. Bingo. Ja, die Runenhöhle gibt es, bevor ihr keine Angst habt. Genug der Märchen. Eins, zwei oder drei? Drei. Drei. Och, dann ist denn kein Ende. Kein Ende. Die letzte Gesprächsoption ist eigentlich immer die, womit man das am schnellsten beenden kann. So. Oh nein, neun Vetteln. Nein. Eine reicht. Und ich will sie töten. Wollen wir sie töten? Kann man sie töten? Bitte. Aha. So. Arg. Ich habe so eine schlechte Kamerasicht hier. Wo sind sie denn? Überhaupt keine Kampfgeräusche. Das ist keine Kampfgeräusche, das ist schlecht. Kannst du jetzt versuchen, die zu verzehren? Das sind doch keine Geister, das sind doch Dämonen, oder? Ja. Wo ist mal gerade die Soundoption gehen? Das ist halt total bescheuert. Oh, so viele Essenzen, die dabei haben, das ist Wahnsinn. Und ein Amulett. Waren drei Leute, oder? Ja. So, der Ring ist ein Schutzring plus 4. Gibt plus 4 RK-Bonus Ablenkung. Dein Sound 3D, Weisheit plus 4, cool. Das werde ich gleich einstecken. Brauche ich mal mein altes, natürliche Rüstungsklasse plus 3? Nein, das kannst du verkaufen. Brauche ich mein Rüstung, Schutzring plus 4? Plus 4 Armor, Ablenkungsbonus. Moment. Ja, du hast auch plus 4 Panzer, ne? Du hast ist auch schon plus 4 Ablenkung. Dann würde ich den nehmen. Da liegt er. So, das war Tor Nummer 1. Okay, dann machen wir Tor Nummer 2. Geht mal mit dem Knaben. Sag mir, wohin diese Türe führen. Das zweite Tor führt zu einem Lagerraum in, Quatsch. Zu einem Nichtort. Ja, ich will auch zu einem Nichtort. Könnte Bielefeld sein. Ich möchte eins der Tore öffnen. Öffne mir bitte das zweite Tor. Ich geb dir 50 Euro, wenn du Tor 2 nimmst. Ha, da gib mir mal die 50 Euro. Ich hab's nicht geöffnet. Defektor Golem. Okay, dann kriegt er gleich mal einen Disintegrator. Nee, was ist das? Zerstörung, Destruction. Huch. Ja. Kann gleich mit dem Free getrocknet werden.
mach das mal. Er liegt, schlag drauf. Oh, ich habe andere Geräusche. Ich habe ja Kampfgeräusche. Oh, die Magierin ist gleich tot. Die Magierin ist tot. Lass sie liegen. Ich stehe auf ihr drauf. Nein, ich heile sie mal. Und er hat einen Schock-Golem-Arme. Das ist was für den Mönch. Wenn wir einen hätten. Kann ich auch gerade nochmal? Schock-Golem-Arme. Ja, Schock-Golem-Arme. Badewannenspielzeug. Badewannenspielzeug? Steht hier im Text, ein Golem mit diesen Armen wäre extrem gefährlich und sollte keineswegs als Badewannenspielzeug in Erwägung gezogen werden. Boah, ich hätte gern Tor Nummer 3. Verbrennungen. Das klingt gut. Bitte öffne sie Tor 3. Ja, Verbrennungen. Wow! Wow. Massenheilung. Bleib bei mir, nicht weglaufen. Alter Falter, das war jetzt ja wohl ein halbes Eigentor. Nein. Mal, wo ist er? Ohne. Ist down, oder? Ja. Ach verdammt, ich hätte ihn verzehren können, ich Depp. Es war da auch kein Geist. Es war ein Elementar. Ich kann auch Elementare verzehren. Ach so. Was hat er? Essenzen waren das nur. Wollen wir gerade schlafen? Geht hier nicht, habe ich schon probiert. Ah. Müssen wir die Schattenebene verlassen, aber komm, das eine Tor schaffen wir noch. Ich habe meinen Joker noch gar nicht ausgepackt. So, ich würde gerne eins der Tore öffnen, den Ausgang. Oh, wo wollen wir hin? Zum Grab des Bärengottes? Was haben wir denn da? Waren wir da nicht schon? Da haben wir dir noch so ein Skelett hergeholt, oder? Ja, aber das vierte Tor führt an viele Orte. Er darf die Namen nicht aussprechen, um sicherzustellen, dass sie geheim bleiben. Ihr müsst das Ziel bestimmen. Aha. Ja. Ja, mach halt. Ja, mach halt. Also. Oh, dann kommen wir da momentan nicht durch. Dann war's das. Tja. Will da durch. Geht nicht. Ja. Na dann. Was nu? Wo wollen wir hin? Tja. Zum Waldmann? Im Aschenwald? Was, wer? Wärst du altes Wissen? Warum ist mein Charakter so langsam? Das haben uns die Hexen. Die Hexen haben die Quest gegeben. Mein Charakter rennt total langsam, ne? Er hat die Rennanimation, aber er scheint nur zu gehen. Oder wir gehen zur versunkenen Stadt. Wo ist die denn? Atlantis, meinst du? Schau doch ins Journal, dann siehst du es doch. Ach, Farbe. Schlafen. Oh verdammt, ich müsste mal dringend ein paar Geister verzehren. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns irgendwie zu irgendeinem Questziel und dann... Am besten auf einen Friedhof. Oh, das Pathfinding ist so mies. Ja. Ich höre jetzt nur über die WASD-Tasten. Was macht mein Charakter da? Ich weiß nicht, aber er geht jetzt gerade aus dem Theater raus. Ja. Ladesequenzen sind immer ganz toll. Tja, vor allen Dingen, die dauert echt lange hier. Ja,
Das Spiel programmiert sich wahrscheinlich immer über jedem Ladebildschirm nochmal selbst. Tipp, 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 tipp. So. Ja, vor die Stadttore. Joa, ne? Ah. Warum hast du wenig Zeit? Warum riskierst du dein Leben? Wo ist dein Stamm? Ich hab schon längst auf die 6 gedrückt. Ich möchte aber, es gibt auch eine Quest. Wenn ich nur die 6 drücke, gibt es keine Quest. Und so Huschi-Wuschi wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hier durch. Quest können wir ruhig schon machen. So. Wir können zur Weltkarte, wo wir wahrscheinlich hin sollen. Irgendwo Geister. Denke mal, ne? Geister gibt's hier keine mehr. Doch, da drüben. Wo? Doch, da gibt's Geister. Oh, tatsächlich. Muss sie erstmal reizen. Ein Geister Hirsch. Reizen. Der muss in meiner Nähe sein, damit er gereizt werden kann. Und dann wird er aggressiv und dann kann ich ihn verzehren. So. Pass auf, Okko frisst dann auf, ne? So, das muss ich das Ganze aber nochmal machen. Irgendwo noch einer. Oh, ne Essenz. Dann steckst du ein. Wir finden bestimmt hier keinen Geist mehr. So, also ein paar muss ich auf jeden Fall noch verzehren. Warum stehe ich jetzt? Komm nicht vom Fleck. Doch jetzt. Gerade ein Delfin gehört. Ja, ich auch. Flipper, Flipper. Wo müssen wir hin? Ich hab schon gedacht, ich hab Hallos, aber... Ja, das war ein Delfin, ne? Ja. Das sind die Ferun-Walddelfine. Du bist auch ein Walddelfin. Komm, wir haben einen fetten Papageien, dann gibt's auch Walddelfine. Alles klar. Wo sind wir jetzt hier? In der versunkenen Stadt. Da wo wir hinwollen. Ja, ich sehe schon. Da sind überall Nessies, pass auf. Wir sollten einen Weg suchen, wie wir die intakten Gebäude jenseits des Ufers erreichen können. Üble Geister sind hier, die kannst du gerne alle fressen. Wo sind die denn? Hat die Stadt gerade im Text, oder? Oh. Das Seeungeheuer. Die will ich nicht. Da will ich nicht näher ran. Eine treibende Leiche. Die haben hier ein Problem mit Seeungeheuern, oder? Warte mal, hier ist doch was. Zack. Hier ist... Komm. Pen, blablabla. Hey, ich wollte da gerade eine Falle entschärfen. Und eine Kiste looten. Willkommen mitten im Nirgendwo, Fremdling. Falls ihr zum Angeln hier seid, werdet ihr nicht enttäuscht sein. So. Weiter, weiter. So. Versunkene Stadt. Aha, nur bei Anbruch der Nacht. Saphir Smaragd. Dolch aus Alchemistensilber. Mensch. So, wir können nur bei Anbruch der Nacht hinüber gelangen. Dann lass die Nacht doch mal anbrechen. Dim, 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 dim. Da! Endlich hier. Und alles findet hier mitten in der Nacht ein Schattenportal. Oh, Hauptsache sind Geister. Was sind wir denn hier? Auf der versunkenen Stadt. Lebt wohl. Ja, jetzt können wir da rüber. Guck mal, hier drüben ist ein Graf. Wartet mal. Graf Krähen. Graf? Dina. Wo bist du? Wir sind Sarg. Ah, so.
Ach, du meinst den kleinen Vogel da? Ja. Das ist kein Vogel, das ist ein Imp. Es ist ein hässlicher so. Vogel ohne Federn. Niemand spricht mit mir, stirb. ich möchte... Wer ist denn der Graf? Dann geht's halt, gibt's halt nichts. Komm, das finden wir jetzt raus. Genau, mach auf, wir stecken den Flock ins Herz, fertig. So. So. Oh nein, der hat Geist, der hat Nebelform. Oder auch nicht? Das ist egal, Vampir. Kann ich ihn verzehren? Ja, bitte. Probier's aus. Was ist meine Zaubermache? Das ist der große Kerl hier, direkt in der Mitte von uns, der mich gerade verprügelt. Und kannst du verzehren? Irgendwie hat's gerade nicht geklappt. Okay, dann mache ich ein paar Zaubersekunden. Probier's aber jetzt nochmal. Zack. Okay, dann sollte ich mal nicht angreifen. Warte mal, was, wenn ich mal jetzt Geist auf Reiz mache? Der ist doch kein Geist, der ist doch ein Vampir. Naja. Hey, Level Up. Ging aber so fix. Hat er was gedroppt? Ja, er hat. Ein Schattenmeister Kukri und Goldmünzen. Oh, das ist was für den Schurken, aber sowas von. War bei mir rot, ich kann es nicht nehmen. Was? Ach, du musst, nee. Steht auch was von Diebesgillen dabei. Du kannst damit gucken, das umgehen, oder? Rein. Suchen. das ist aber mal richtig geil, das Ding. Ah, und ich kann's nicht nehmen. Slots. Ja, dann brauchst du Level Fighter. Oder du machst Umgang mit Kriegswaffen. Als nächstes Level als Feed. Aber ich würde eher einen Level Fighter nehmen. Du kannst eh über 20 Level Schurke nehmen. Es geht ja noch weiter hier, das ist ja kein DDO. Na gut, dann muss ich jetzt mal Fighter nehmen. Das war ja gerade Level Aufstieg, also. Hat er gepasst. Ist ja, ja passend. wo ist er? Muss ich erstmal an die deutschen Namen hier alles wieder gewöhnen. Furchtbar, ne? Ich suche Fighter. Kannst du Paladin nehmen oder so? Die haben auch Kriegswaffen. Oder Barbar. Nee, ich glaube Fighter wäre vielleicht nicht. So, was wird denn empfohlen? Waffenfokus Langschwert? Nö. Ui, Kampf mit zwei Waffen. Papagei. So. Ich kann ich jetzt aber immer noch nicht nehmen. Wieso nicht? Ja, frag mich mal. Hab ich gerade. Wieso nicht? Denn Kuchen ich exotische Waffen. Steht Kriegswaffen dabei. Weit für Stufenaufstieg? Hast du gar nicht gemacht, dass du auf Abbrechen gedrückt hast. eigentlich nicht. Aufstieg. Es passiert aber nichts mehr. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Sag mal, ist dein Spiel wieder abgeschmiert? Nö, ich kann einmal frei laufen. Ich kann mich bewegen. Okay, Pfeiltasten funktioniert. Ja, irgendwie mag er gerade meinen Stufenaufstieg nicht. Oh, prima. Ich brauche eh noch ein, zwei Minuten, wegen meinen Zaubern. Also mach du mal in Ruhe. Ich trinke mal einen Schluck.
Was? Ich habe gleich mit dir gesprochen. Nee, mach mal weiter. Ich kann so nichts machen. Kann ich kann nicht draufklicken. Bei mir ist es grau. Bei mir auch. Ach, Donny redet gerade. Hä? Bei mir gibt es gerade gar nichts. Wuhu, Abenteuer. Ich glaube, ich sollte das Spiel mal neu starten. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ist übrigens sowieso ein guter Zeitpunkt, um die Episode zu beenden. Unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.